Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories an einem anderen Ort, und zwar hier auf der Karte. Und zwar hat mich Camtasia mein nettes Aufnahmeprogramm im Stich gelassen und den letzten Part einfach gar nicht aufgezeichnet. Was heißt, euch fehlt 20 Minuten Material. Das ist der Kampf gegen Yone und der Kampf gegen Seto. Das möchte ich euch allerdings noch nachliefern. Und deswegen habe ich nochmal von neuem begonnen, weil der Save-State, den ich gesetzt habe, das Ganze ein bisschen kaputt gemacht hat. Ich habe versucht, möglichst ein Deck zu kriegen, was ähnlich ist, vor allem mit Raigeki und sowas. Es sind einige Änderungen dabei. Mein Deck ist nicht übermäßig stark, aber das solltet ihr wissen, dass halt diese Änderungen da sind. Und ihr solltet auch wissen, dass ich den ersten Kampf gegen Seto derbst verloren habe, weil er da seinen Gaia, Ritter der Finsternis, direkt als erstes gespielt hat. Aber gut, wir sind jetzt nochmal hier auf der Karte, um euch eine kleine Zwischensequenz zu zeigen, die es sonst in diesem Spiel nicht geben würde, wenn man nicht, bevor man zum Duellierplatz zu Yone geht, hier hingeht, zum Schrein. Wo ist Seto? Wieso lässt er uns warten? Wo kann er um diese Zeit nur sein? Mir scheint, Meister Heishins Liebling verspottet uns. Meister Heishin hält große Stücke auf Ethos-Fähigkeiten, Eto, ne? Und dabei ist er nur ein Kind. Wir haben lange genug gewartet. Gehen wir. Meister Heishin erwartet uns. Ja. Irgendwelche Priester. Was es mit denen auf sich hat, erfahren wir aber auch erst im späteren Verlauf des Spiels. Erstmal gehen wir jetzt zu Yone und fighten ihn. Ja, hey du, Blabla-Duellieren, komm. Fangen wir an, ein kleines Spiel. Ich habe meinen Ehrgeiz nicht verloren. Ja, gleich verlierst du mehr als den Ehrgeiz. Nämlich dein Leben in einem Spiel der Schatten. So. Und jetzt geht das auch hoffentlich. Ich mache jetzt nochmal eben so eine kleine Sicherheitsab. Sicherung. So, jetzt seht ihr schon, mein Feld hat sich ein bisschen verändert. Donnerpinguine sind hier, die vorher nicht da waren. Und über die ich eigentlich ganz froh bin. Ah, jetzt mal auf Pluto. So. Verdeckter Angriffsmodus. Auch nicht verkehrt. Hey! Oh, das ist. Oh. Das ist gar nicht lustig. Das Ding ist stärker als meine Monster. Wie frech. Wie frech, Yone, wie frech. Okay, da muss ich als erstes mal meine Maschine und meinen Krieger kombinieren, um den Cybersoldaten zu erhalten. Der dann doch etwas mehr Power haben sollte. Perfekt und weg. Yone ist ungefähr so stark wie der alte Manda. Er hat eigentlich relativ nice Karten, aber die KI macht es ihm unmöglich, wirklich was Geeignetes zu spielen. Boah, ja, magisches Labyrinth hilft mir nur, wenn ich die Labyrinthmauern auch habe. Ich räume jetzt mal meine Hand ein bisschen auf. Wie im letzten Part schon angedeutet, viele dieser Karten nützen einem nichts. Weil man wirklich überhaupt nichts hat, was man damit fusionieren kann. Ich meine, die Labyrinthmauern, okay, die kriegt man aber relativ schlecht. Und andere Sachen, ja. Man muss probieren, man muss probieren, man muss probieren, ne? Okay, Pflanze, Gestein, Pflanze, Gestein funktioniert auch nicht. Ruf ihn mal so, ruf ich den mal aufs Feld. Dagegen irgendein Vorteil, nein. Nein, Morphin, guck gleich mal an. Jawohl. Das passt, das ist weg. Gunny! Und Cybersoldat hat direkt angegriffen mit 1500. Ein 1500er beißt sich Yone schon fast die Zähne aus. Ich müsste, glaube ich, wenn überhaupt, eine sehr wenig Karten in seinem Deck haben, die das ohne Bonus überhaupt schaffen. Ohne Schutzstern. Ich würde euch gerne ein anderes Monster zeigen. Es geht gerade nicht. Dann hole ich den Donnerpinguin einfach so aufs Feld. Auf Pluto. Ist ein Vorteil gegen. Oh, du kannst ihn auch vernichten. Die Knochenmaus. Der Donnerpinguin wird jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir ein bisschen Schaden anrichten können. Ja, wie gesagt, es ist äußerst ärgerlich, dass das dieser Fail-Part von mir weg ist, oder beziehungsweise gleich aufgenommen wurde. Aber ich hätte es euch auch verheimlichen können, ne? Wie gesagt, ich sag's euch lieber. Ich habe gefailt und ja. So, kann man denn Maschine und Stein bestimmen? Maschine und Donner?
Ich will es jetzt nicht ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Ja, irgendwie nicht. Irgendwie habe ich gerade nicht das Bedürfnis, hier ein bisschen zu probieren. Ich will einfach nur sehen, dass ich Yono möglichst schnell erledige und auch danach Seto vom Feld prügle. So, das war Yono. Yono war gar nicht so schwer. Drei Sternenchips und magische Hand. Ah, das ist ein Unterweltler, glaube ich. Schon ärgerlich. Mann, Turan, du hast gewonnen. Du bist echt gut. Tu mir einen Gefallen und schlag diesen Magier, okay? Da ist er. Er ist wieder da. Sieh dir das an. Der hat seinen eigenen Fanclub. Tu mir einen Gefallen und mach den Kerl fertig. Tu es, Turan. Ich tue es. Ich weiß nicht, wie gut du bist, aber ich hoffe, dass du mich unterhältst. Du musst nämlich wissen, dass ich ein gutes Spiel zu schätzen weiß. Also, enttäusch mich nicht. Das haben wir nicht vor, Seto. Wir wollen uns schon anstrengen, dass wir dieses Game gewinnen. Und wir können uns mal gucken. Das sind übrigens die Karten, die ich in den letzten Duellen bekommen habe. Ihr seht das, das sind eigentlich wirkliche Mistkarten. Zombie, naja. Und Göttchen mit Wasser ist vielleicht später noch nützlich. Schlange des Todes, Reptil ist unnütz. Yami brauche ich nicht wirklich. Und das ist magische Hand, die auch unnütz ist. Ich zeige euch mal mein Deck. Knochendien, also wo ich sehr stolz darüber bin, ist der hier. Karabin des Feuers hat der Feuerreger. Feuerreger haben wir jetzt so. Dann haben wir, was ich sehr geil finde, hier einen Drachen, Gott sei Dank, den kleinen Drachen. Die können sehr viel Unsinn machen. Und wir haben die Karten Wald. Ändert das Feld zugunsten Bestien, Krieger, Insekten, Pflanzen, Bestien. Bestien haben wir ein paar, Krieger haben wir auch, Bestien kriegen wir dann. Kleine Geki haben wir und der Rest ist eigentlich hier mit meinen beiden Donnerpinguinen eigentlich relativ gut bestückt. Und magisches Labyrinth ist halt leider nur für die Labyrinthmauern da. Die hätte ich jetzt auch rausnehmen können, ne? Na, ist egal. Gut, Fight gegen Seto. Auf geht's. Mit neuer Musik. Gut, das erste, was wir machen, ist mal den Cybersoldaten. Auf, ja, Pluto. Aber die Verteidigung. Denn Seto hat eigentlich relativ eklig gemeine Karten teilweise. Und die müssen wir irgendwie predicten. Krieger, funktioniert das? Die Kombination? Ich probiere es mal aus. Ja, funktioniert sogar. Ach, Tigerachs, perfekt. Hier setzen wir auf Jupiter. Ach, Biberkrieger ist zu stark, schade. Gut, dann bleibt mein Cybersoldat im Verteidigungsmodus. Das ist schlecht, der hat den Biberkrieger auf dem Feld mit 1,5. Ah, perfekt, da ist mein Drache. Das ist schon mal sehr gut. Dann werden wir mal so ein bisschen jetzt hier aufräumen. Wie gesagt, das Feld muss, meine Hand muss relativ frei sein für gute Karten. Krieger und Magier kann man übrigens auch nicht wirklich kombinieren. So, so, ne. Greif mal den an. Ja, Muka Muka ist weg. Ich habe meinen Cybersoldaten gerne in der Verteidigung, damit ich ein bisschen was heiligen. Kriegerkuh. Was macht er denn jetzt? Okay. Zombie und Pumpkin. Ja, oh, Kacke. Pumpkin Geisterkönig. Uncool. 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 Da brauche ich ein Biest für. Das heißt, ich muss meine Hand wieder mal lernen. Pumpkin Geisterkönig. Das ist schon eine Nummer. Problem, ich bin jetzt in die Defensive gedrängt. Und er spielt eine Karte verdeckt. Die Frage ist, was könnte das sein? Er zündet seinen Biberkrieger auch nichts mehr am Angriff. Schlecht, schlecht, schlechtes Matchup hier. Und ich krieg nichts Neues Gutes dazu. Ich könnte den. Moment, nein. Wie komme ich denn jetzt? Moment, ich muss mal eben kurz was ausprobieren. Wie komme ich jetzt auf das Feld? Ah, okay, so. Dann kann ich ein bisschen gucken. Der hat Jupiter. Ey, bleib du mal da. Und nochmal Jupiter. Ich könnte das hier mal ausprobieren. Ich hoffe, das funktioniert auch. Perfekt, Metalldrache. Mars oder Mond? Ich setze ihn auf Mond. Dann kann ich wenigstens Pumpkin vernichten.
Ja, dafür wollte ich meinen Drachen eigentlich nicht opfern. Schade. Na gut. Was macht er jetzt? Oh, was? Wie hat er denn Lichtschwert an? Nein! Dieses Ekel. Oh, Gargoyle powered. Vor allem, weil ich jetzt mein Elektro-Monster, mein Elektro-Viech habe. Na, jetzt kann ich auch nicht viel machen. Außer mich verteidigen. Und warten, bis sein Magiekreis verschwindet. Turu-Puru hat er vernichtet. Wie frech. Was haben wir hier? Maschine, alles wertlos. Drei wertlose Karten, die ich nicht gebrauchen kann. Oh, und ich habe Angst, je länger das Duell dauert, desto ekelhafter wird es gerade. Der Biberkrieger ist nicht die Gefahr, seine anderen Monster auch nicht. Das Problem ist einfach nur, dass er wirklich Gaia hat. Und das ist jetzt wohl ein Witz, ne? Ich behalte den Wald mal auf der Hand. Man weiß nie, wann man den nochmal gebrauchen kann. Jetzt hat er sein Feld voll geballert hier. Zumindest nichts, was meinen Metalldrachen vernichtet. So. Jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich gucken. Er hat auf jeden Fall die beiden, die kriege ich nicht auf Anhieb down. Okay, dann lass den Wald verschwinden. Braucht dann doch mehr Platz auf der Hand. Den Gargoyle powered hat er nicht auf Schutzstern, das heißt, ich kann ihn ruhig den Biberkrieger umklappen. Große Frage ist nur, wenn der. Okay. Wenn er wirklich Gaia kriegen sollte. Dann habe ich ein Problem. Eigentlich ist er. Ja. Ach, jetzt habe ich schon. Mann, jetzt kriege ich die ganzen guten Viecher und kann sie nicht spielen. Komm, einen Pinguin rufen wir jetzt. Ist ja sonst auch Wumpe. Erstmal den Gargoyle powered umkloppen. Ein bisschen Damage machen. So, haben wir irgendwo gegen den Schutzstern? Okay, da sind wir gegen zwei schwach. Das ist äußerst mies. Dann hauen wir wenigstens den weg. Gegen zwei sind wir schlecht aufgestellt. Mal gucken, was er da hat. Okay, er fusioniert. Das macht. Okay, das böse Wurmungeheuer. Das ist noch nicht so die Schwierigkeit. Boshafte Wurmbestie. Perfekte Karte. Die will ich mir aber noch aufbewahren. Ich werde ihn jetzt mal ein bisschen locken. Und zwar so, er müsste eigentlich so blöd sein und darauf reinfallen. Das ist die KI von denen. Das ist das Schöne daran. Oh, okay, die Herbstdame. Das Problem ist, ich habe nur noch 8 Karten in meinem Deck. Das ist äußerst wenig. Und perfekt, er ist drauf reingefallen. Er ist drauf reingefallen. Das heißt, ich kann jetzt ihn hier rufen. So, dann gucken wir mal. Du kannst den Saurier vernichten. Wie viel hat die da oben? 1500. Den kannst du umkloppen. Königin Herbstlaub. Und du kloppst den weg. Jawohl. Zetos Feld ist völlig leergeräumt. Unseres ist gut bestückt mit einigen guten Karten. Und eigentlich haben wir es gleich. Ja. Oh, der Zeitzauberer. Den hätte ich auch gerne. Vor allem mit dem Babydrachen. ja. Donnerpinguin aufs Feld. Auf Pluto meinetwegen. Ich kann euch jetzt leider doch nicht wirklich schon die tollen Fusionen zeigen, die ich eigentlich hier mit meinen Viechern machen kann. Ich musste meinen Drachen ja relativ schnell opfern. Obwohl es eigentlich gut gelaufen ist bisher. Ein spannendes Duell.
Und er scheint nichts mehr zu haben, Gott sei Dank. Sagte er und er holt erstmal den Centaurus raus. Du Arsch, ne? Lass mich mal eben kurz gucken. Ja, das reicht. Ich gehöre doch Raigeki. Zack, Raigeki und damit kann der Metalldrache direkt angreifen, der sowieso total cool aussieht. Und Karubin macht den Rest. Das war Seto. Es war mir eine Ehre, dich zu schnetzeln. Deran, yay, Menschenfresser. Oh, wir haben einen Techniksieg errungen. Immerhin. Ich habe verloren. Ja, Seto, das hast du. Und wie Seto reagieren wird, was er machen wird, ob er uns gleich die Fresse poliert oder sonst was macht, sehen wir im nächsten Part von Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, Leute. Ciao.